Herzlich willkommen zum IB-MOOC 23. Mein Name ist Verena Springer von BIFIP und ich bin heute im Gespräch mit meinem Kollegen Mario Friedwagner von BIFIP zum Thema Medienkompetenz. Mario, Medienkompetenz ist ein Begriff, den was es schon sehr lange gibt und der sich kontinuierlich verändert hat. Welche Aspekte wurden mit dem Begriff denn ursprünglich assoziiert? Ja, einer der ersten, der sich im deutschsprachigen Raum wissenschaftlich mit dem Begriff auseinandergesetzt hat, war der deutsche Uniprofessor Dieter Backe. Er hat den Begriff in vier Dimensionen unterteilt und ein durchwegs komplexes Begriffssystem entworfen. Medienkompetenz im Sinne von Backe bedeutet einerseits, Medien kritisch reflektieren zu können, Medien aber auch bedienen, nutzen und vor allen Dingen auch kreativ anwenden zu können. Wir sehen also schon, der Begriff von Backe ist durchaus sehr vielschichtig, deckt sehr vieles ab. Allerdings muss man natürlich auch sagen, seit den 1990er Jahren, in denen Backe den Begriff sozusagen ausgeleuchtet hat, haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen natürlich massiv geändert. Ja, und inwiefern haben sich denn diese gesellschaftlichen Herausforderungen verändert und welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die Erwachsenenbildung? Aus meiner Sicht hängen die wesentlichsten Veränderungen für unseren Sektor mit dem Aufkommen des Internets zusammen. Also die interaktiven Möglichkeiten des Internets haben die Rahmenbedingungen natürlich massiv beeinflusst. Gerade die Bezeichnung Broad User, also dass wir alle User und Produzentinnen gleichermaßen sind, dieses Wechselspiel beschreibt das sehr schön. Wir alle produzieren und konsumieren Informationen und das Meinungsmonopol klassischer Medien, das es so lange gab, geht dabei natürlich sukzessive verloren. Das ist aus meiner Sicht einerseits positiv, weil es eine gewisse Demokratisierung bedeutet, auf der anderen Seite impliziert das natürlich auch Verantwortung. Und der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Börksen hat in seinem Buch Die große Gereiztheit aus 2018 auch davon gesprochen und gefordert, dass der Umgang mit Medien, mit Informationen bereits in der Grundschule gelehrt werden soll, vermittelt werden soll und ganz einfach Teil der Allgemeinbildung werden muss. Österreich ist dieser Forderung ja nachgekommen mit der Einführung des Fachs Digitale Grundbildung in der Schule und hat dem Rechnung getragen. Aber auch in der Erwachsenenbildung ist natürlich der Begriff Medienkompetenz zunehmend wichtiger geworden und hat an Bedeutung gewonnen. Gesellschaftliche Herausforderungen wie Desinformation, Hass im Netz oder auch der Plattformkapitalismus, also das Sammeln von Daten zu kommerziellen Zwecken, betreffen natürlich auch sozusagen die Erwachsenenbildung. Und ein Punkt scheint mir in dem ganzen Kontext zentral zu sein. Wenn sich unsere gemeinsame Idee davon, was wahr ist und was falsch ist, verändert, wenn nicht mehr unterschieden wird zwischen Fakt und Fiktion, dann verändern sich natürlich auch die gesellschaftlichen Debatten. Und unsere Gesellschaft droht natürlich dann auch ein Stück weit auseinanderzudriften. Das muss natürlich sozusagen aus meiner Sicht natürlich aufgegriffen werden von der politischen Erwachsenenbildung, betrifft uns aber als ErwachsenenbildnerInnen alle und soll aus meiner Sicht auch thematisiert werden in den Programmen. Am besten interdisziplinär, in Kooperation mit Medien, mit der Wissenschaft und der Technikfolgenabschätzung. Die Auseinandersetzung mit diesen beschriebenen Entwicklungen ist in der Tat etwas, das uns als Gesellschaft ja gesamt betrifft. Mit einem Blick auf die Erwachsenenbildung stellt sich aber die Frage, welche Ansätze gibt es, um Herausforderungen gut bearbeiten zu können? Ja, an dem Punkt möchte ich zum einen verweisen auf die Themensammlung kritische Medienkompetenz, die immer wieder aktualisiert wird von Leuten aus der Praxis, aus der Wissenschaft und die man auf erwachsenenbildung.at findet. Zudem ist aus meiner Sicht die Definition der Weiterbildungsakademie, also der WBA, einen Blick wert. Ganz einfach, weil die WBA für die Zertifizierung von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern in Österreich zuständig ist und das Thema Medienkompetenz in dem Kontext eine Rolle spielt. Die WBA definiert den Begriff entlang von Fähigkeiten im Bereich der Anwendung und im Bereich der Reflexion. Da gehören ethische, rechtliche Aspekte ebenso dazu, wie die Fähigkeit, Medien selber herstellen zu können und in Vermittlungskontexten auch einsetzen zu können. Mir persönlich ist aber auch noch ein Verweis auf das Media Information Literacy Curriculum der UNESCO wichtig. Dieses umfasst
pädagogische Ansätze und Lernziele und die lassen sich super mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen kombinieren. Was in Summe ein ziemliches Füllhorn an Möglichkeiten bedeutet, gerade auch im Hinblick auf unterschiedliche Settings, auf unterschiedliche Zielgruppen. Und in dem Kontext ist es natürlich aus meiner Sicht zumindest für die Erwachsenenbildung eine ganz besonders spannende Ressource. Das einzige Manko des MIL-Curriculums ist derzeit, dass es mit Stand Mai 23 nur in englischer Sprache, beziehungsweise nicht in deutscher Sprache, schon in mehreren Sprachen vorliegt. Aber Initiativen wie das Community Medien Institute Commit, die arbeiten schon daran, einzelne Kapitel ins Deutsche zu übersetzen. Mario, der österreichische Autor Paul Watzlawick hat einmal sinngemäß gemeint, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren. Ich meine, wie sieht es im Hinblick auf Medien und im Speziellen auf Lehr- und Lernmedien aus? Ja, ich würde sagen, in Anlehnung an Watzlawick und im Kontext mit Medien, man kann nicht Nicht-Meinungsbildung betreiben. Und das gilt sowohl im Hinblick auf klassische Massenmedien als auch auf den Einsatz von Lehr-Lernmedien. Ganz einfach, weil alle Medien abseits der offensichtlichen Botschaft, die offensichtlich im Zentrum steht, natürlich einen Subtext transportieren. Im Zusammenhang mit Zeitungen, Radio, Fernsehen lohnt es daher aus meiner Sicht, auf die Besitzverhältnisse zu schauen, wer ist denn Herausgeber der einzelnen Titel und wie viele Titel befinden sich denn im Besitz dieser Herausgeber. Und lässt sich daraus sozusagen auch eine Tendenz erkennen in der Berichterstattung. Und ebenso gilt es beim Einsatz von Lehr-Lernmedien darüber nachzudenken, welche Untertöne transportieren diese denn? Etwa auch im Hinblick auf Machtverhältnisse, wenn wir tradierte Geschlechterverhältnisse uns ansehen. Und da ist natürlich die Frage, bestärke ich diese mit dem Einsatz oder werden die dann eher hinterfragt? Also es geht immer darum, auch zu schauen, in welchem politischen Kontext sind die Medien denn die Botschaften eingebettet. Und das ist von ganz zentraler Bedeutung für den aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz noch einmal ganz speziell drauf zu schauen und sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Okay, ein Punkt, den ich abschließend noch gern aufgreifen möchte, ist, es wurde von dir bereits gestreift, und zwar die Frage der Medienkonzentration, also die gerade im Bereich der sozialen Medien sehr hoch ist. Und wie können wir als Erwachsenenbildnerinnen damit umgehen? Naja, das Geschäftsmodell sozialer Medien zielt sicherlich auf das Generieren von Interaktion ab und auf das Sammeln von Daten. Es geht dabei überhaupt nicht um ein Meinungspanorama wie bei klassischen Qualitätsmedien, sondern die Leute sollen teilen, sie sollen liken, sie sollen kommentieren und sie sollen vor allen Dingen Datenspuren zurücklassen. Und die Algorithmen im Hintergrund, die sozusagen befeuern dieses Geschäftsmodell mit nahezu perfider Perfektion. Ich denke daher, die Erwachsenenbildung muss daher wachsam sein und versuchen auch diese Wachsamkeit in den Seminaren, Workshops zu transportieren, zu vermitteln und aufzuzeigen, welche Alternativen es gibt. Und es gibt Alternativen, das ist einerseits der Einsatz von datensparsamen Tools und andererseits natürlich der Umstieg auf alternative Netzwerke, wo die Server nicht in der Hand eines riesigen Konzerns sich befinden, wie etwa bei Mastodon. Aber natürlich auch freie Medien sind eine Möglichkeit, eine alternative Möglichkeit, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit in Form einer eigenen Sendung, wo man sozusagen sich selbst ermächtigt dann auch ans Publikum wenden kann, aber auch natürlich im Rahmen von Seminaren. Es gibt offene Studios und die bieten die Möglichkeit, dass das Gelernte auch gleich praktisch erprobt werden kann, was für uns in der Erwachsenenbildung natürlich die super Ressource bedeutet, dass man im Sinne des Praxistransfers das auch Gelernte auch gleich anwenden kann. Ja, Mario, vielen Dank für deine sehr ausführlichen Antworten und die vielen Anregungen. Ich bedanke mich im Namen von Mario Friedwagner und mir, Verena Sprenger, für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Und ja, wir hoffen, Sie bald am BIFEP zu begrüßen. Auf Wiedersehen.